Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Resident Evil. Wir sind immer noch hier in dem kleinen Versteck, wo der Vater, unser Daddy, wartet. Auf uns wartet. Wir warten auf ihn, er wartet auf uns. Das ist ein Versteckspiel der Extraklasse. Einmal Familie, immer Familie. Das ist vollkommen wahr. Und wir haben einen Schlüssel bekommen in der letzten Folge in Part Nummer 4. Wir haben hier diesen Schlüssel bekommen, den Schlüssel für die Klappe zum Kriechkeller. Alles klar, das ist nämlich hier das. Das ist gut. Da müssen wir hin. Schnell jetzt, komm. Ich komme. Nein! Geh doch rein da. Alter. Oh. Oh, wir sind unten, Leute. Über einen Daumen nach oben würde ich mich extrem freuen. Das wäre richtig cool, wenn ihr das tun würdet. Und die Playlist gibt es am Ende der Folge immer in der Endcard, falls ihr eine Folge verpasst haben solltet. Am besten vorspulen oder einfach mal nach meinen Playlist mal gucken auf meinem Kanal. Da kommt ihr zu allen Folgen. Aktuell in Folge Nummer 5. Eine antike Münze haben wir bekommen gerade. Wir sind auch. Können wir das mitnehmen als Kraut? Nee, leider nicht. Ah, Leute, ich. Das Spiel macht mich nervlich echt fertig. Ich bin so angespannt wie eigentlich bei noch so ziemlich keinem Horrorspiel. Und wir haben gerade mal den Anfang gespielt und wir haben noch so viel zu tun und. Ach nein, eine andere Klappe. Es ist halt so ein krasses Versteckspiel, so ein bisschen Outlast-Style. Dass wir uns wirklich verstecken müssen von A nach B. Hier kamen wir doch. Haben wir keinen anderen Weg gehabt? Lol. Ich bin erst im Kreis gegangen gerade. Jetzt ernsthaft? Nein, oder? Ich bin nicht im Kreis gegangen. Ich bin doch nicht im Kreis gegangen. Es sah genauso aus wie. Doch, hier ist die Münze. Wir müssen da nämlich lang. Wie haben wir es denn gerade geschafft? Im Kreis zu laufen. Und die Oma war weg, ne? Die wurde weggeschoben. Aber die Oma kann auch was ganz Schlimmes werden, denn eventuell könnte sie uns verraten, weil sie zu uns gucken wird. Irgendwann einmal. Wenn wir uns verstecken vor der schrecklich netten Familie. Geh hoch hier. Ja, ja, geh hoch, komm. Oh, wir können speichern. Speicher doch. Einmal ganz tief durchatmen, Leute. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Leid wie ich gerade. Und ich hoffe, ihr findet mein Let's Play angenehm. Ich bin aber auch einer, der sich extrem oft erschreckt und so. Das ist nicht so. Da ist ein Schlüssel zur Eingangshalle. Da ist okay. Und da war eine Information im Esszimmer. Das war wahrscheinlich die. Ach so, genau. Das ist die Information mit diesem, mit dieser Uhr, die wir da irgendwie irgendwas dranhängen müssen. An Kraut und Chemikalien. Wir können Sachen kombinieren und zwar das da. Was denn kombinieren? Ah, Chemikalie und Kraut ergibt ein Arzneimittel. Das ist doch ganz schick. Wir haben eine antike Münze, eine alte Gedenkmünze. Da können wir vielleicht irgendein Schloss mit aufdrehen oder so, irgend so ein Drehschloss. Ah, und hier können wir Objekte verstauen. Das ist eine tolle Sache, denn wir könnten mal, ach, die haben wir da schon drin. Genau, super, die brauchen wir, den Führerschein brauchen wir nicht mehr zwingend eventuell. Und wenn, wissen wir, wo wir ihn wiederbekommen werden. Alte Socken nehme ich sehr gerne mit. Die riechen furchtbar, wahrscheinlich, weil da irgendwas durchgesiebt worden ist. Vielleicht irgendwas, Blut getrennt von Restknochen oder so. Das ist alles Telefon. Und was ist mit Zoe? Und das bewegt sich hier noch. Aber wo ist diese Zoe, von der gesprochen wurde? Ist das die Mutter vielleicht? Hat die uns verarscht? Oder das war nicht Zoe. Oder das war einfach nur Mia. Aber Mias anderes Ich vielleicht? Könnte.
Mias anderes Ich gewesen sein, also quasi Zoe. Auch drei Buchstaben, ist schon sehr komisch. Hm. Das ist diese Tür hier, alles klar. Woher wusste ich das? Zoe, bist du das? Gut gemacht, Ethan. Zoe, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Sie wurde dran genäht, die Hand. Ich hab's gesehen gerade. Suche zum Thema. Ja, bei Zoe call ich gerne 101. Haha. Okay, durch die Eingangshalle. Ich frage mich gerade nur, ob er noch irgendwo hier ist. Ich würde gerne um die Ecken gucken können. Das kann ich nicht irgendwie mitnehmen oder so, ne? Das können wir aufbrechen. Wir haben aber nichts zum Zerbrechen da. Leider. Außer mein Erbrochenes. Weil es hier so richtig eklig ist und richtig hart stinkt. Das ist hier mit gewesen. Mit Klebeband gesichert, dass ich mit der Hand nicht entfernen kann. Okay, ein Messer brauchen wir da. Vielleicht in der Küche. Also, sorry, aber wir bekommen doch aus der Küche ein Messer, oder? Das ist doch wohl machbar, hier ein Messer zu bekommen. Hey, hier drüben! Machen Sie auf! What are you buying? Ist der Händler? Hey, geil. Hier drüben! Ja! Hey, Sie! Machen Sie ja. auf! Ja! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Ei, ei, Deputy. Das kann schon ordentlich helfen. Glaub es mir, Junge. Unter anderem können wir das vielleicht jetzt aufmachen? Nice. Pistolenmunition. Wir können hier das Band wegmachen. Endlich mal. Komm schon, beeil dich bitte ein bisschen. Bevor... Okay, bevor wir das drücken, wir haben gerade gespeichert, habe ich ja gesehen. Wir gehen nochmal kurz hier oben lang. Den Knopf können wir halt immer wieder drücken, wenn es mal brenzlig wird. Wir können da unten laufen in diesen Geheimkeller und so. Heißt, wenn jemand kommt jetzt von den Leuten, sind wir erstmal sicher. Aber ich habe hier nicht... anschließend umgeguckt, weil ich ein bisschen weggelaufen bin. Vor Angst. Aber hier hat er rausgeguckt, ne, der Typ letztens. Da ist auch noch ein Trailer. Und hier unter anderem ist noch...
ein Bild einer Person, wo das Gesicht oder die Augen durchgemalt sind. Warum auch immer? Wer ist diese Person? Da ist die Eingangshalle, die wir irgendwie entriegeln müssen, mit ja, einer Aussparung. Das kann nicht verwendet werden. Irgendwas müssen wir ja machen. Wir haben es aber noch nicht, was immer wir da machen müssen. Das ist der folgt jetzt, ja genau. Das ist die Mutter und der Typ. Aber das sind nicht die Leute von, er sieht ziemlich arrogant aus. Geht, ne, meiner Meinung nach. Ach, Lukas, Februar 2013. Und das hier ist was? Ah, Jack und Margaret. 25. Hochzeitstag. Die Sache ist halt die, da ist wieder dieser Wackelkopf. Der ist irgendwie auch oft da. Ich muss mal, glaube ich, kurz eins von den Arzneimitteln nehmen, weil, damit wir mal die ganze Dingens weg haben hier, das Blut weg haben. Ich frage mich gerade Folgendes, und zwar gehen wir mal kurz zu diesem Bild hier hin, vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Ne, da ist nichts drauf auf der Rückseite. Das Paar, das hier ist, ist ein anderes Paar als das Paar auf dem Bild vom, vom Kamin. Das heißt, was ist das auf dem Boden hier überhaupt? Das Paar, welches wir gesehen haben, jetzt hier in Farbe, ist nicht die Familie, die hier gewohnt hat, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Es muss anders sein, Leute. Es muss anders sein. Wir gehen mal in die Garage rein, denn da wird irgendwas. Können wir das irgendwie abmachen? Nein. Wir sind gerade aber auch alleine. Das Haus muss also ziemlich groß sein, weil hier ist niemand mehr. Weder der Typ, der Junge, noch der Vater, noch... Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Das Tor aufmachen! Das Tor! Sie da! Na! Hi! Oh Gott! Pistole! Wunderbar! Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch. Alter, die sterben aber auch nicht, ne? Die sterben aber auch nicht! Die sterben aber auch nicht! Was ist denn das für eine Familie? Aua! Ja, ist ja okay! Oh Gott. Du bist jetzt Teil der Familie. Ja, ja, ich weiß. Nein! Oh Gott. Stirb doch bitte einfach mal. Ha! Bitte stirb doch. Er stirbt nicht. Scheiße! Nein, blocken! 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 Ich bin tot, oder? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts mehr tun gerade. Lol. Okay, jetzt. Junge, du bist nichts. Nur ein Mann ohne eine Familie. Ach, Leute, ich verstehe nicht, wie man, wie die Kampf in der Garage. Halten Sie in der Garage nach Objekten Ausschau, die Ihnen im Kampf helfen können. Blocken können wir mit LB. Das ist ja super, aber ich... Oh, boah, Leute. Ey. Diese Gegner, ne? Hey, ja, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Woher kommt der überhaupt jetzt gleich? Der hey, kommt irgendwie das von... Stopp! Das Tor aufmachen! Das Tor! Scheiße, ey. Okay. Okay. Pistole. Einmal, zweimal. Komm. Scheiße. Dreimal, viermal. Nein, weg hier. Haben wir irgendwas liegen, was uns helfen könnte, vielleicht? Schön. Komm schon. Oh Gott, scheiße. Da war irgendwas auf jeden Fall. Da war was. Da ist auch noch was. Autoschlüssel, wunderbar. Komm. Rein hier vielleicht? Was machst du denn? Okay. Fahr. Nein, 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 nein,
Nein, okay, okay, steh auf, komm, los. Alter, wir müssen hier irgendwie nochmal rumkommen. Da ist noch ein Spinz. Okay, wunderbar, Arznei. Oh. Oh. Fang besser an zu laufen, Junge. Oh, oh. Oh, yeah. What the fuck? Alter! Weg da! Nimm es doch! Die müssen wir, glaube ich, kurz das da wieder nehmen. Das da. Hier das. Aua! Hier, das da. Kannst du bitte das hier aufmachen? Hier hin! Scheiße. Oh Gott. Hier hin! Ah! Ja, aber gut. Scheiße. Stirb, du! Oh Gott. Nein, stirb doch einfach mal! Oh, Junge, schau, was du angestellt hast! Scheißkerl! Ich bin ein alter Mann, Junge! Du kannst es nicht bedanken! Du bringst mich her! Ja. Komm sofort zurück! Was war denn das gerade für so ein komisches Geräusch? Wo ist er hin? Weg. Was ist das für eine Familie? Wo bin ich hier reingeraten? Ich will hier nicht sein. Kommen wir hier irgendwie raus aus der Garage? So, da war nichts mehr drin. Hier ist aber auch nichts mehr. Also diese Familie ist ganz komisch. Ich weiß nicht genau, was da mit denen abgeht, warum die so verschwinden und wiederkommen und überhaupt... Ist da hinten irgendwas drin oder so? Nee. Ich dachte, vielleicht müssen wir das irgendwie versuchen hier, dass der das aufbricht oder so. Wir müssen im Endeffekt nach oben jetzt, ne? Kommen wir aber auch nicht. Kommen wir hier wieder raus durch die Tür ganz normal? Nee, ne? Ist auch zu. Wir haben hier nichts mehr. Aber auch keinen Knopf, um das aufzumachen. Es wäre doch sinnvoll, wenn es hier einen Knopf geben würde, zum Garagentür aufmachen, Tor aufmachen. Daran können wir auch nichts machen, ne? Nee. Hier können wir nichts dran machen. Das können wir halt auf und zu machen. Aber ist halt auch nichts mehr drin. Da oben ist noch ein Motorrad, sogar zwei davon. Ich würde gerne da drauf. Jetzt auf einmal. Super. Nein! Deine Aufmerksamkeit, Junge. Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Aber woher kommt der denn jetzt schon wieder? Und du bist tot, ne? Ja. Aber woher kam denn der jetzt auf einmal wieder? Ich verstehe das nicht. Ah, da haben wir einen Teil der Aussparung. Kann das sein? Stopp, noch nicht, stopp, nein, hör auf. Oder? Ah, das wäre vielleicht ein Teil der Aussparung. Da, genau, dreh das auf. Das können wir, glaube ich, mitnehmen und gebrauchen für die Eingangshalle. Schön. Ochsenstatue haben wir bekommen. Ansonsten ist hier oben nichts mehr. Was war das gerade? Wir haben den Autoschlüssel. Der Schlüssel ihres Autos. Sie müssen ihn während des Kampfes auf dem Dachboden verloren haben. Das ist mein Autoschlüssel. Ach, meiner ist das. Okay.
Das wäre der von dem hier. Wir kommen also irgendwie weg. Und warum siezen sie uns die ganze Zeit? Das ist ein... runterspringen? Leute. Ich würde so gerne wieder irgendwas nehmen. Okay, super. Wir haben den Weg hier aufgemacht. Wir haben die Ochsenaussparung. Wir haben hier einen Savepunkt gehabt. Und ich würde sagen, hier wird noch einiges passieren. Was genau? Einfach bei der nächsten Folge. Daumen nach oben wäre sowas von super. Und ich weiß nicht genau, was jetzt genau los ist. Ob der jetzt tot ist oder nicht. Ich glaube eher nicht dran. Ich bin echt fertig. Das Spiel macht mich schon ein bisschen fertig, nervlich. Es ist ein krasses Spiel. Bis zum nächsten Mal. Oder rein, macht's gut. Ciao. And a roadie, go tell and a roadie, go tell and a roadie the L.